Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich möchte zu Beginn meine Freude zu Protokoll geben, dass offenbar die Begeisterung bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen über den neuerlichen Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Luft in Deutschland von Seiten der Bundesregierung so groß war, dass sie ihn zum Antrag in der heutigen Plenarsitzung erhoben hat. Herzlichen Dank dafür, dass wir die Gelegenheit haben, darüber zu diskutieren. Ich sage das auch deshalb, weil sich in den vergangenen Jahren die Luftqualität in Deutschland deutlich verbessert hat. Und wer das ignoriert, will entweder nicht sehen, will das nicht wahrnehmen oder er führt böse Absichten im Schilde. Die Schwefeldioxidbelastung hat sich seit 1990 in Deutschland um 94% reduziert. Beim Kohlenmonoxid sind es 79% weniger, beim Staub sind es 82% weniger, bei den flüchtigen organischen Verbindungen sind es 70% weniger und bei den NOx-Belastungen haben wir einen Rückgang um 59% zu verzeichnen. Wer das nicht bereit ist zu akzeptieren und zu sehen, ist ignorant und kann keine seriöse Politik machen. Und wenn Sie es ganz aktuell haben wollen, weil wir ja in diesen Tagen viel über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts diskutieren, die Anzahl der Städte, die die ambitionierten Grenzwerte der Europäischen Union nicht einhalten, hat sich von 2016 nach 2017 um über 20 reduziert. Das ist ein großer Erfolg und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, im Übrigen ist es ja nicht das erste Papier und der erste Maßnahmenkatalog, den die Bundesregierung vorgelegt hat und jetzt der Europäischen Union zugestellt hat, sondern ich will daran erinnern, dass wir im Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020 Maßnahmen auf den Weg gebracht haben in einem Gesamtvolumen von über 1 Milliarde Euro, die ebenfalls ihre Wirksamkeit entfalten werden. Und darum, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, bin ich absolut sicher, wir werden es auch in diesem Jahr schaffen, die Anzahl der Städte, die die Grenzwerte nicht einhalten, noch einmal drastisch zu reduzieren, ohne Fahrverbote, ohne radikale Maßnahmen, ohne das, was Sie fordern, nämlich eine kalte Enteignung der Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland. Wir werden die Elektrifizierung des Verkehrs vorantreiben. Wir werden die Dieselbusse im ÖPNV ebenso nachrüsten wie Kommunalfahrzeuge. Und wir werden über die Digitalisierung des Verkehrs ebenfalls große Effekte erzielen. Und darum, die ein oder andere Debatte, die in diesen Tagen geführt wird, scheint mir eine Debatte zu sein, die an den Realitäten vorbeigeht, die nicht bereit ist zu akzeptieren, welche großen Fortschritte wir gemacht haben, sondern die versucht, einen Feldzug gegen eine Technologie, nämlich in diesem Fall die Dieseltechnologie, weiter voranzutreiben und die sich am Ende gegen das Auto an sich richtet und nicht darum geht, tatsächlich die Luftqualität in unserem Land zu verbessern. Wir werden uns nicht davon beirren lassen, mit Augenmaß und im Interesse der Autofahrerinnen und Autofahrer unsere Politik der Verbesserung der Luftqualität in Deutschland fortzusetzen. Und ich freue mich auf die Debatten, die wir hier in 4 oder 5 oder 6 Jahren führen. Denn dann werden Sie sehen, wird sich die Luftqualität in Deutschland so weiter verbessert haben, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wittke. Als nächstes für die Fraktion der SPD der Kollege Matthias Stein mit seiner ersten Parlamentsrede.